Mit der Nummer 9, Etimus Kulouris. Mit der Nummer 10, Luka Zarovic. Dann haben wir... Olli Hüsing muss auf jeden Fall wechseln. Die Anzeige von unserem Physiotherapeuten und Arztteam, auch das wird nicht mehr Dr. Bartel sein und Dr. Strubelt. Auch die ziehen sich aus unterschiedlichen Gründen zurück. Die zeigen an, Oberschenkel-Innenseite bei Olli Hüsing von hier aus würde ich also als Muskelfaserriss oder irgendwas zumindest den Verdacht in diese Richtung deuten. Das sehr bitter. Ist in der Vorbereitung und hier eine schöne Schussgelegenheit für die Stettiner. Ich wollte sagen, das ist in dieser Phase der Vorbereitung immer eine unangenehme Situation. Verletzung ist sowieso immer unangenehm. Mit der Nummer 33, Verzeihung, kommt dann Nkoa Amagou für Oliver Hüsing ins Spiel. So, unter uns der Pogon-Block, wie man hört. Also wir hören, ich weiß nicht, ob ihr es zu Hause hören könnt, Pogon Stettin. Ich habe mich vorhin mit Olli auch hier im Block geirrt, sodass wir im Gästeblock waren, Hansa gebrandet und dachten, jetzt könnte es eng werden, aber war kein Problem. So, das was war für eine Parade. Eine dicke Chance dort für Pogon. Ja, aber Markus Kolke zeigt, dass er auf der Linie bei solchen Sachen einfach extrem gut ist. Ja. Na, wenn, was würdest du tippen? Jetzt gucke ich erstmal oder tippe, ob Svante Ingelsson nicht das Foulspiel kriegt. Ja, er kriegt es, weil er gehalten wurde. Wunderbare Freistoßsituation. Ich möchte bitte Sabre Singh dort sehen. Und ein Chor, der dafür auch bekannt ist, dass er auch durchaus kopfballstark ist. Ich habe auch schon die Rückmeldung von euch bekommen, dass es wirklich extrem gut und ruckelfrei aktuell läuft. Sehr schön, freut uns natürlich. Und Singh jetzt mit dem Freistoß und er macht ihn direkt abprallen und ein Chor! Ah, wie das Orakel hat zugeschlagen. Ah, wie das Orakel. Nkoa. Nur nicht Kopf, sondern Fuß. Sondern Fuß. Aber da hat man gesehen, wie unangenehm so ein Aufsetzerball war. Ja, der Torwart, 50% kriegt er mit an diesem Gegentor. Definitiv. Also was Zuschauerzahlen angeht, deswegen äußere ich mich da immer jetzt ein bisschen vorsichtiger. Werd dafür auch gut aufgezogen. Bin ich ja deutlichst... Uiuiuiui, schön aus der Drehung. Sieht sehr gut aus. Also ich lieg weiß beim Schätzen deutlich daneben. Ja, so. Kommen wir mal ein bisschen zurück zum Spiel. Also unsere Jungs schaffen es gerade eine ganz gute Intensität auf den Platz. Kriegen jetzt wieder langer Ball auf Kai Bröger. Und er kriegt den Ball und knapp vorbei. Aber da hat er auch drei Leute auf dem Hacken gehabt. Hat sich da jetzt auch wehgetan. Ja, der Torwart. Kriegt auch den Freistoß. Kriegt nur Gell, hat der Glück gehabt, dass das nur... Gelb ist, das war auch nicht, aber das bitte nicht, dass Kai Prüger sich da verletzt. Also ich habe keinen Bock auf diese ganzen Verletzungen während der Testspiele. Also Lukas Schärf hat mir schon gereicht, Olli Hüsing heute, Bachmann mit seiner Platzwunde, also ne, es reicht langsam. Und da kann man mal wunderbar sehen, wie er so mit den Spielern interagiert, was er zu denen sagt und über so eine ganze Trainingseinheit super spannend. Schaut da unbedingt mal rein, youtube.com Hansa TV, also auf unserem Kanal hier gerade. Schöne Situation dort wieder. Schuss aus der zweiten Reihe von Nico Neithardt und den Kopfball kann Svante Ingelsson dann nicht verwerten. Aber auch hier sehen wir wieder viel mehr Schüsse aus der zweiten Reihe, was wir schon zu Beginn der vergangenen Saison gefordert hatten. Und in einem Punktspiel, in einem Pflichtspiel würde ich jetzt sagen, vor der Halbzeit noch das 2-0 machen, weil das wäre verdient. Heute können wir da natürlich zum Glück ein kleines bisschen entspannter drauf blicken. Wir sind auch gespannt. Da haben wir, oder ich zumindest, vorm wunderbar gehalten. Das müssen wir schnell einmal einwerfen, bevor ich weiterrede. Und dann gibt es gleich den nächsten Konter, 20. Minuten. Jetzt mit Ball alleine aufs Tor, aber da bricht er ab. Ja, das müsste aber eigentlich gelb geben. Kriegt er jetzt sogar das Tor? Das hier, ja, na doch, den hat er ja, hat ihn ja umgerissen dort. Nicht ganz so intensiv gemacht wird, weil es ja draußen ohnehin warm ist. Nein. Schauen wir uns aber diesen Angriff dort an. Da haben wir Schweigen gehabt. Das war eine hundertprozentige. Da hätten wir uns jetzt über den Ausgleich nicht beschweren dürfen. Dann haben wir doch schon mal so ungefähr die Position. Aber genau werden wir es dann gleich sehen. Jetzt der Steckpass dort von Ingelsson auf Fröhling. Schön nochmal den Gegner umkurvt und er schießt flach in die rechte Ecke. Ja, da hat er ja schon mal ein sensationelles Tor gemacht, wo er nach so einem Pässchen in die Spitze 3000 Millionen Gegenspieler ausdribbelte und dann abzog. Diesmal aber... Ein schöner Pass in den Lauf von Nils Fröhling, noch ein kurzer Schlenks, abgezogen. Aber der Torwart war unten in der richtigen Ecke und hält diesen Ball und es bleibt noch beim 1-0 für den FC Hansa.
Ich glaube, Sebastian Till kam mit 2 Millionen zu uns. Nicht mehr ganz so. Sind nicht mehr 2 Millionen. Nee. Das ist, glaube ich, kein Abseits, weil er kam aus der eigenen Hälfte. Na gut. Nils Fröhling jetzt über die rechte Seite. Einen muss er noch aussteigen lassen und jetzt mal mit links versuchen. Und der Ball geht knapp rechts am Tor vorbei. War aber mal eine schöne Einzelaktion. Und jetzt kommt es zu den von Arvid schon angesprochenen Wechseln. Ich finde, es ist nochmal Zeit für ein zweites Tor, weil sonst haben die Jungs nachher... Oh! Arvid, muss man den machen? Ich sag dazu nichts. Ah! Einfach mal hinstellen und einmal kurz die Knöpfe nach links und rechts drehen. So, langer Ball in den Rostocker Strafraum. Nein. Oh, da haben wir gut gedacht. Abgelegt. Das war jetzt aber doch also inzwischen die zweite, dritte ordentliche Möglichkeit. Und Zaovic mit der Nummer 10 der Polen kommt da zum Glück nicht mehr an den Ball. Den hätte er nur noch einschieben brauchen. So, Arvid, was ist unser Fazit? Jo. Spiel ordentlich. Hinten raus vielleicht den ein oder anderen Platz zu viel gelassen für die Polen. Kämpferisch durchaus verbessert. Das 2-0 könnten wir ruhig machen. Das ist den, das muss er machen, den muss er machen, den muss er machen. Und da haben wir es 2-0. Wie gefordert, so bestellt. In der 90. Spielminute Güler mit dem 2-0. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Schiedsrichter jetzt vielleicht gar nicht mehr anpfeift. Weil, und genau das tut er auch. Können wir Fazit sagen, gelungener Test. Mitten in unser Fazit rein machen Sie das 2-0. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir grüßen euch alle aus Neuruppin. Schaltet wieder ein zum nächsten Testspiel des FC Hansa Rostock. Und herzlichen Dank an beide. Wir grüßen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.